Moin und herzlich willkommen zurück. Assassin's Creed Part 9, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben die nächste Quest angenommen und zwar sollen wir jetzt zum Zyklopen und zu seinen Homeboys, die wir ausschalten sollen. Dap, 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 dap. Läuft. Dann wollen wir doch mal gucken, was Ikaros so Schönes für uns findet. Da sind sie und das verlassene Haus. Also. Eine Wache, zwei Wachen, drei Wachen. Vier. Fünf. Fünf Wachen nur. Na gut, fünf Wachen ist ja eigentlich ein Klacks, ne? Für uns. Das hat ja eben auch eigentlich recht gut geklappt. Aber es scheint so, als wenn das alles ist. Na gut. Oh, warte mal. Was ist das? Oh. Natürlich mitten in der Aufnahme. Ja. Wundervoll. Wir wollen jetzt natürlich dahin. Natürlich wollen wir das unbemerkt machen. Bloß nicht sehen lassen. Bloß nicht sehen lassen. Zielgebiet. So. Von wo? Habe ich irgendeinen übersehen? Mir war so, als hätte ich jemanden übersehen. Steinbock. Ne. Naja, gut. Okay. Einer muss mir helfen.
War's das schon? Oh. Den Schwein ausbluten lassen. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Das gehört einfach dazu. Dann bist du genau der Söldner, nach dem ich suche. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster. Der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Komisch, komisch. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Ja, dann bringen wir ihn also das mal zurück, ne? Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldner? Versag nicht. Versag nicht, versag nicht. Mit seinem komischen Bademantel ziehe ich ihn gleich über den Kopf. Schwierig, 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 schwierig. Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn jetzt auf der Uhr? 9 Minuten. Dann schauen wir doch glatt doch mal, was unser Questbuch noch so zu bieten hat. Ah, nur das. Na gut. Dann wollen wir mal rudern, was das Zeug hält. Kommando übernehmen. Jawohl. Unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Okay. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Okay. Und hier ist noch eine Quest. Was ist das?
Odysseus Palast. Na klasse. Hier sind wieder Millionen von Soldaten. Tausend Leute wieder hier, ey. Oh, das kann ja wieder was werden. Schläft auch noch einer. Alter Schwede. Das nenne ich mal eine Aufgabe. Oder ist es vielleicht schlauer, von hier oben zu kommen? Können wir mal hier nochmal gucken. Ob hier auch noch irgendwelche Gegner rumschwirren. Ein Schiffwrack. Na gut. Ja, so viele Informationen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Kurz rein, platt machen, Tuch holen, wieder raus. Das ist der Plan. Und das werden wir jetzt auch so machen. Also, rucki zucki, bevor das hell wird. Wir laufen einmal drumherum. Ich bin ja nicht bescheuert und laufe da mitten ins Gemetzel rein. Ja, jetzt schnaufst du aber, ne? Also. Wir wollen mal sehen. Hier dürfte ja eigentlich keiner. Oh, was ist das? Tödliche Anziehung. Wenn du dich auf diese Weise machst, nimm den Weg nach Norden. Dort findest du einen Ziegenhof in Ithaka, wo er einst Athena traf. Sie gab ihm eine Verkleidung, um seine Frau zurückzufinden und ihre Feier zu finden. Die Belohnung findest du auf einer geschlachteten Ziege. Mhm. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier stand. Au. Also, komme ich hier durch? Da ist eine Leiter, da kann ich hoch und abzischen. Na gut. Penelopes Tuch in Fleisch und Blut oder in Stoff? Kurz rein. Kurz raus. Kurz und knapp. Was ist das? Ein Gefangener? Das würde ich jetzt aber gerne mal wissen, was hier los ist. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Nichts kämpfen. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt, die alte Blase? Oh. Hier ist wieder so ein altes Ruderboot.
Ja, da hat sie jetzt selber Schuld. Ich muss zurück das alte Ledertuch abgeben. So, wie immer Gaster. Da ist ein Hafen. Oh. Absteigen. So. Das hat auch wunderbar funktioniert. Mein Plan ist sofort aufgegangen. Kurz rein. Ledertuch holen. Kurz wieder raus. Läuft doch. Boss-Modus. Ja, gar nicht lange Faxe machen. Auftrag erledigt. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Oh, jetzt ist er da unten. Ist er jetzt in seiner Badewanne? Oder wo ist er jetzt? Also. So, erledigt. Her damit mit der Belohnung. Alexios, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldner. Wenn Danke. Ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Militärische Ränge bedeuten mir nichts. Ich bin Söldner, kein Mörder. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Tja. Wer ist denn dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Nö. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Totentuch von Penelopes. Und Stufe 6. Au. So muss das sein. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Sauber. Das war doch wunderbar. Ich würde sagen, hier machen wir auch direkt Schluss. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst ein Abo da. So ist umsonst. Und
Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!